Warm machen zu Modern Talking am Rollator. Dafür reisen Senioren des Rollator-Kurses in Oftersheim aus Plankstadt, Schwetzingen und sogar Ludwigshafen mit dem Auto an. Wir hatten eine Frau, die ist jetzt leider letztes Jahr verstorben. Die ist eine Stunde mit dem Rollator hierher gelaufen, dass sie überhaupt dabei sein kann. Und dann wieder zurück. Ne? Die Fahrschule für Senioren von Übungsleiterin Elisabeth Groß kommt eben gut an. Denn auch Rollatorfahren muss gelernt sein. Wer damit unterwegs ist, hat es nicht immer leicht im Alltag. Die Gehwege sind uneben und die Treppen. Also es gibt ganz viele Hindernisse, die sie überwinden müssen. Dass die Feststellbremse zuerst gedrückt wird und sich dann hingesetzt wird, das dauert einfach und das muss man üben. Und auch die Finger müssen gedehnt werden, damit sie nicht verkrampfen. Die Teilnehmer sind dankbar für das wöchentliche Angebot. Vor allen Dingen kann ich jetzt besser laufen, ja? Und ich war ja so steif, weil ich meistens nur zu Hause war. Die Gemeinschaft und man lernt viel, die Treppen zu steigen, dass man dann die Bremse viel anmachen muss. Ich brauche das, um meine Muskulatur wieder auf Vordermann zu kommen. Sonst werden sie immer schwächer und irgendwann liegen sie halt dann flach. Und das möchte ich so lange wie möglich hinausziehen. Fit bleiben ist das eine, Gemeinschaft das andere. Gemeinsam studieren sie hier auch eine Choreografie ein. Im Kreis laufen, Arme schwingen, in die Hände klatschen. Mit ihrem Rollator-Tanz wollen sie bald auf einem Fest auftreten. Druck verspüren sie nicht. Jeder macht, was er kann und gibt es keine Konkurrenz und es gibt auch keinen Wettkampf. Es ist eine schöne Gruppe, die passen gut zusammen, passen aufeinander auf und necken sich als ab und zu einmal. Aber die Senioren brauchen auch viele Verschnaufpausen. Zum Beine baumeln lassen, plaudern und dann geht's wieder los. Wir sind zum Teil auch wieder aufblühen. Ja, wir haben viele, die gehen auch in Richtung Depression, in Richtung Demenz. Und es ist einfach schön zu sehen, dass sie dabei sind, dass sie sich engagieren, dass sie wieder Lebensqualität haben, ja, dass sie einfach wieder leben. Und wer sich in dem Alter noch oder eben wieder so bewegen kann, der hat sicher vieles richtig gemacht. Super! Good, good, good.